Hallo YouTube, hallo Beamer-Freunde, willkommen bei Beamer24. Ich bin der Sebastian und ich habe für euch heute schon einen kleinen Leckerbissen, den wir die Tage hier hatten. Und zwar handelt es sich um den UHZ 65 von Optoma und den werden wir in den technischen Daten ein wenig vergleichen mit dem UHD 65, werden euch das zeigen. Und vorab würde ich aber erstmal sagen, bevor wir die technischen Daten angreifen, erstmal so ein kleines bisschen Intro. Die technischen Daten. Was das Display, die Auflösung und den Format angeht, haben wir beim UHZ 65 und beim UHD 65 beide mal ein und dieselben Daten. Wir haben beide mit einer DLP-Technik ausgestattet. Zudem kommt ein Ultra High Definition Bereich, das heißt, wir haben hier eine Pixelanzahl von 3840x2160 und das Ganze im Format 16:9, wahlweise auch 4:3. Was die Lichtquelle, die Helligkeit und den Kontrast angeht, hat der Optoma UHZ 65 hier die Nase vorne, da er mit einem Laser ausgestattet ist, der ganze 3000 Lumen erzeugt mit einem Kontrast von 2.000.000:1, wo wir beim Optoma UHD 65 nur eine Lampe verbaut haben, die mit maximal 2200 Lumen glänzen kann und einen Kontrast von 1.200.000:1 bietet. Was das Projektionsverhältnis und den Projektionsabstand angeht, liegen wir hier bei beiden wieder gleich auf. Da haben wir bei beiden die identischen Werte von einem Projektionsverhältnis von 1.39 bis 2.22:1 und einen Projektionsabstand von 1,30 Meter bis 9,30 Meter. Beide Modelle sind mit Lens Shift ausgestattet, dies gilt aber nur für den vertikalen Bereich und auch nur -15% ab der Werksauslieferung, sprich ab der Werkseinstellung und dann 15% nach unten zu regeln. Das gilt aber ab der Oberkante und nicht ab der Mitte des Bildes. Kommen wir nun zum letzten, dem Preis. Und beim Preis liegt der UHZ 65 an der kratzenden Grenze zur 5000, wohingegen der UHD 65 bei 3.299 liegt. Ja, ich denke, die technischen Daten sollten wir soweit abgehandelt haben. Wir haben auch dementsprechend jetzt für euch nochmal so ein paar Close-Up-Aufnahmen von dem Gerät selber, sprich Nahaufnahmen, was ihr dementsprechend genau an dem Gerät habt. Und da wollen wir doch direkt einfach einsteigen. Wir zeigen euch aus allen Himmelsrichtungen den UHZ 65 und natürlich auch mit das Wichtigste die Anschlussseite. Und dazu kommen wir jetzt. Die Detailansicht. Auch optisch muss sich der UHZ 65 in keinster Weise verstecken. Wir haben schwarze Hochglanzelemente, wir haben schwarz-matte Elemente. Das Gehäuse besteht zum großen Teil aus Kunststoff, das von beiden Seiten mit großen Lüftungseinlässen und Lüftungsauslässen daherkommt, somit eine hervorragende Kühlung gewährleistet ist. Wenn wir uns die Anschlussseite anschauen, dann haben wir neben dem Kensington-Lock der Spannungsversorgung, sprich den 12-Volt-Eingang oder eher gesagt dem normalen Kaltgeräte-Eingang, zwei LAN-Buchsen. Einmal ganz normal handelsüblichen LAN, wie wir ihn kennen, ein RS-232-Anschluss, zwei HDMI-Anschlüsse, wobei nur der zweite HDMI-Anschluss HTCP 2.2 unterstützt. Wir haben des Weiteren einen VGA-Anschluss, Audio-In, Audio-Out, einen USB-Power-Anschluss, wo wir einen Fire-TV-Stick direkt dran betreiben können, einen USB-Service-Support, einen Trigger-12-Volt-Ausgang und ein optisches Datensignal. Wenn wir von der Oberseite draufschauen und die Klappe öffnen, kommen wir an den Lens Shift und an den Zoom. Der Lens Shift ist über das Einstellrädchen, sprich den Einstellknopf, wählbar und die Schaltwippe dient für den Zoom. Der Fokus wird dann einmal am äußeren Ring von der Linse eingestellt.
nachdem wir jetzt auch das Gerät uns angeschaut haben, auch die Anschlussmöglichkeiten uns angeschaut haben und auch noch die technischen Kompatibilitäten, manchmal ein schweres Wort, die technischen Kompatibilitäten, das heißt in welcher Art und Weise ihr das Gerät mit welchen Daten füttern könnt, würde ich sagen, schauen wir uns noch mal ein paar Bilder dazu an, was wir bei uns in unserem heimischen Kino aufgenommen haben. Ich hoffe, man kann es einigermaßen rüberbringen. Das, was die Kamera aufgenommen hat, ist immer ein bisschen schwierig, vor allem was den Regenbogeneffekt angeht. Aber der soll uns in der Art und Weise nicht stören. Jeder, der sich damit auskennt, weiß, dass das leider Gottes vorhanden ist und auch von der Kamera leider so aufgenommen wird. Dementsprechend gucken wir uns doch einfach noch ein paar Bilder an. Ja, das war unser Ersteindruck zum Optoma UHZ65. Ich denke, dass wir euch da so ein bisschen was näher bringen konnten, euch mal ein bisschen zeigen konnten, was der kann. Und als abschließendes Bild werde ich euch jetzt hier nochmal kurz einblenden. Ein Vergleichsfoto zwischen dem UHZ65 und dem von Sony, dem VW 760. Ich weiß, das sind zwei unterschiedliche Welten, vor allem was den Preis angeht, aber trotz allem wollte ich einfach nur mal so ein kleines Vergleichsbild zeigen, wie detailreich doch der UHZ65 auflöst. Dementsprechend, hier müsst ihr jetzt das Bild haben und ihr erkennt auch den Unterschied. So, das sollte unser Ersteindruck gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten euch den UHZ65 ein wenig näher bringen. Ihr habt so ein paar Vergleiche ziehen können auf Seiten der technischen Basis. Dazu dann auch nochmal ein paar Bildeindrücke. Ich hoffe, das hat euch in der Art und Weise gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like nach oben da. Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr euch noch vorstellt, wie diese Videos aufgebaut werden könnten oder wie ihr das denn gerne sehen wollen würdet. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Filmabend. Habt Spaß dabei, futtert Popcorn oder Nachos. In dem Sinne danke, dass ihr eingeschaltet habt und vergesst bitte nicht den Abo-Button und das Glöckchen, dass ihr auch immer wieder informiert seid, wann wir ein Video hochladen. Also, wie schon gesagt, in dem Sinne, alla tschüss.